Vor vielen Jahren schuf ein alter japanischer Meister ein mächtiges Schwert, so scharf wie Megan Fox in ihren 20ern. Aber in all seiner Weisheit bemerkte er, dass es dumm ist, ein Schwert mit so einer Schießerei zu bringen, und ersetzte den Griff durch eine Pistole und schuf so das legendäre Pistolenschwert. Sein Name ist Maho Mushi und er kommt, um euch mit seiner Pistole zu erstechen. Guten Tag, wie angekündigt schauen wir uns heute mal zusammen diese geile Schwertpistole an, die im letzten Battle Pass auf uns zugekommen ist. Und die Entwickler fügen ja hin und wieder mal komische Sachen ins Spiel ein, aber das Schwertpistolenteil, das toppt irgendwie alles. Deswegen habe ich mir das Ding natürlich sofort gekauft und habe auch einige Runden damit gespielt, aber wie das so lief, das erfahrt ihr dann nachher. Zur Geschichte der Waffe kann man nicht so viel erzählen, die wurde damals im Pazifikkrieg von US-Truppen erbeutet und es war damals nicht klar, ob das selber irgendein japanischer Offizier zusammengebastelt hat, das Ding, oder ob es davon mehrere Prototypen gab. Ich habe da eine Weile gegoogelt und man findet viele Meinungen dazu. Manche sagen halt, es gab mehrere Prototypen, manche sagen, es war ein Einzelstück. Aber das zum Beispiel auf YouTube gibt es auch ein Video, wo einer in seiner Garage so ein Ding liegen hat. Also denke ich mal, da wird es mehrere davon geben. Auf jeden Fall war sowas nicht Standard bei der Armee, aber ich denke auch, dass es mehrere Prototypen davon gab. Es gab ja damals schon ähnliche Sachen. Zum Beispiel blende ich euch mal kurz hier ein, eine deutsche Variante, ein Schwert mit einem Revolver zusammen. Und dann gibt es ja noch diese US-Pistole mit dem dicken Messer vorne dran. Also die Idee, Schusswaffen mit Nahkampfwaffen zu kombinieren, ist jetzt gar nicht mal so abwegig und das gab es halt damals schon öfter mal. Wenn wir uns die Waffe jetzt in-game angucken, wir haben einfach nur eine Pistole mit einem Schwert kombiniert. Wir haben einen Damage von 5,3, das ist gar nicht mal so schlecht, ist immer noch besser als der Nagant-Revolver selbst nach seinem Buff, macht allerdings trotzdem kaum Schaden, ist aber eigentlich gar nicht mal so unpräzise, die Waffe, muss man direkt sagen. 360 Schuss pro Minute bringt nicht so viel, weil wir haben nur 8 Schuss im Magazin. Nachladezeit von 3,2 Sekunden. Man muss sagen, der vertikale Rückstoß, der ist recht gering, muss er aber auch sein, weil sonst hast du das Schwert im Auge stecken. Und einen horizontalen Rückstoß von 23. In dem Post von dem Entwickler stand damals, dass das Ding bequem in Holster reinpasst. Da weiß ich nicht genau, wie das funktionieren soll, weil wenn du die Pistole irgendwie in ein sonderangefertigtes Holster reinsteckst, dann guckt er das Schwert vorne raus. Also wenn du da mal kurz einen deiner Kameraden umarmst, dann hat er auf jeden Fall ein Problem. Aber jetzt kommen wir mal zum Gameplay von dem Ding. Ich habe einige Runden damit gespielt und eieieiei, also damit Gameplay aufzunehmen, das ist echt Hölle, weil ich habe ja nur eine von den Waffen und wenn du tot bist, du kannst sie auch nicht wieder aufheben. Das heißt, du musst quasi damit rumrennen und hoffen, dass du alles damit niedermähst. Was tatsächlich nicht der Fall ist, also ich habe schon ein paar Kills gemacht, auch mit dem Schwert habe ich ein paar Kills gemacht, aber ja, das Ding spielt sich besser als Pistole als Schwert. Wie ich schon erwähnt habe, die Pistole ist gar nicht so scheiße, aber allgemein die Pistolen in den Listed sind eigentlich ganz gut. Da geht schon ganz gut rein, wenn es sein muss, aber wie gesagt, man hat nur 8 Schuss. Und das beste Feature an der Pistole ist einfach, dass man diesen Banzai-Angriff, also dass man einfach losrennen kann mit dem Ding, recht schnell, wenn der Soldat noch mehr Ausdauer hat. Dann kommt man damit super schnell voran, das ist eigentlich mega geil. Und ab und zu schafft man es schon mal damit einen abzustechen, aber großartig Kills farmen mit dem Ding ist einfach nicht. Wenn man jetzt einen kompletten Trupp mit den Waffen ausstatten würde, wäre es vielleicht ein bisschen witziger. Aber wie gesagt, das war jetzt richtig nervig, damit Gameplay aufzunehmen, weil du läufst los, bist tot, kannst das Ding nicht wieder aufheben, musst dann erstmal 2 Trupps recyceln, bis du wieder mit dem Trupp rein kannst, mit dem einen Soldaten, nur um dann direkt wieder abgeschossen zu werden. Aber ich mache das ja gern, da müsst ihr euch das schon mal nicht antun. Jetzt zum Fazit von der Waffe kann ich sagen, die Waffe, ja, es ist halt im Endeffekt eine Pistole, mit der man verdammt schnell rennen kann, wenn man will. Aber sonst ist das Ding jetzt nicht großartig was ich empfehlen würde, sich zu kaufen im Battle Pass. Also da gibt es wesentlich bessere Waffen. Wenn wir mal ehrlich sind, man kauft sich das Ding auch nur, weil es halt sauwitzig aussieht. Ich werde das Ding jetzt in dem Trupp natürlich drin lassen. Aber die Waffe ist tatsächlich was, die man einfach nur aus Spaß benutzt. Oder wenn man halt zu viel Goldtickets hat und ein bisschen rumtrollen will, dann kauft man sich halt sowas. Aber jetzt einen riesen Mehrwert bietet das Ding einfach nicht. Dennoch finde ich die Idee dahinter recht interessant und es ist halt schon witzig, sowas im Spiel mal zu sehen. Ob das jetzt unbedingt nötig gewesen wäre, sowas ins Spiel zu bringen, kann man sich drüber streiten. Aber ich finde es ganz witzig, allerdings mehrere kaufen davon würde ich nicht empfehlen. Wenn ihr eine richtig gute Waffe aus dem Battle Pass haben wollt, dann verlinke ich euch hier oben links mal ein Video zum Könders MG. Das ist auf jeden Fall eine der besten Waffen, die man sich holen kann. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Haut da rein.